So Leute, der Shop aktualisiert sich in ganz genau 8 Sekunden. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich mega, mega freuen. Und mal schauen, ob wir heute einen weiteren neuen Skin reinbekommen werden. Oh, okay. Matchball haben wir am Start. Sonst nichts Besonderes Neues im Shop. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal direkt beim 800 V-Bucks Skin an. Okay. So ein Tennis-Skin, glaube ich. Ja, genau. Also für 800 V-Bucks macht man hier definitiv nichts falsch. Sieht ganz in Ordnung aus. Ja, wem es gefällt, der kann sich das Ganze auf jeden Fall holen. Dann haben wir hier natürlich den Skin von gestern drin. Finde ich jetzt ganz ehrlich nicht heftig. Hätte auch ganz ehrlich ein 800 V-Bucks Skin werden können. Aber naja, ist es nicht geworden. Der kostet 1200. Ich hole mir das Ganze auf jeden Fall nicht. Dann hätten wir hier noch... Oh, was haben wir denn hier? Okay. Den Leviathan Skin. Den Skin habe ich ganz ehrlich in Season 4 mir gekauft, aber dann mit diesen Rückgabetickets zurückgegeben, weil der ist mir viel zu groß. Ja, aber an sich sieht er jetzt nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier die passende Hacke dazu. Viel zu überteuert. Und noch eine Hacke, okay, zwei Hacken. Die ist ganz cool animiert hier. Für 800 völlig in Ordnung. Gibt es zum passenden Gleiter? Ja, Planet Sonde. Ja, ganz in Ordnung, wie er aufgeht. Für 1200. Kann man sich das auf jeden Fall holen. Dann haben wir hier Versa. Oder Versa. Der Skin war ja vor 2 Wochen, glaube ich, drin. Ja. Ja, für 1200 würde ich den mir sogar holen. Aber für 1500 nicht. Okay, was ist denn das für ein Skin? Habe ich schon lange nicht mehr hier gesehen. Beziehungsweise, glaube ich, noch gar nicht. Ihr könnt mir mal reinschreiben, ob der selten ist oder nicht. Ich habe davon keine Ahnung. Für 1200, ja, hole ich mir das Ganze nicht. Dann haben wir hier eine Waffentarnung, Waffenlackierung. Ich habe gedacht, dass die mit dem, ja, Dings, na sag schon, animiert ist. Aber ist sie nicht, okay. Ja, sieht ganz okay aus. Dann haben wir hier Discofieber. Auch ein chilliges Emote für 800 V-Bucks. Völlig in Ordnung, auf großem Fuß. Ein ziemlich witziges Emote. Überlege ich auch schon übelst lange mir zu holen. Und zu guter Letzt haben wir noch beschlagene Hacke. Die war jetzt auch schon 1000 Mal im Shop da gewesen. Ziemlich coole Hacke, kann ich euch nur empfehlen. Coolen Sound, ist auch nicht zu groß oder zu klein. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.